Hallo, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks. Und heute wollte ich euch mal wieder einen ganz besonderen Panzer zeigen. Deswegen habe ich mir da ein Replay rausgesucht vom Konus 2001 mit seiner Krille 15, der Ersatz für den Waffenträger. Und ich habe den ja schon selbst mal in dem Preview gezeigt. Das war aber ein kurzes, kleines Video, was man ja wirklich so als Appetizer von der Runde dann eher verstanden hat. Man hat zwar gesehen, was kann er so, aber der Monster Damage war es halt noch nicht. Und hier haben wir jetzt das Gegenteil. Und wir sehen hier gleich mal, die Grille ist halt unglaublich schnell. Der T55A ist langsamer, der T54 ist sogar langsamer. Der AMX 1520 wird zurückgelassen, der TVP wird zurückgelassen. Also diese Geschwindigkeit, die der mit sich bringt, ist wirklich sensationell. Dafür aber halt keine Panzerung. Das muss man halt immer bedenken. Und gerade das, was er jetzt hier macht, so da Richtung Front fahren, finde ich dafür sehr spannend. Aber er hat eine gute Gun Depression. Das werden wir gleich sehen. Ja, da perfekt, da haben wir's, sehen wir's schon. Und da kann er hier dann dementsprechend auch gut wirken mit seinem langen Rüssel. Du Scheiße. Der Centurion. Der arme Kerle fährt da kurz mal ums Heck und kriegt da aber sowas von ein in die Schnauze. Ja, okay, da muss man echt sagen, armer Kerl. Und die Grille 15, die dahinter noch runterfährt, bekommt auch gleich mal einen. Jo, zwei Treffer, 2300 Damage, das läuft. Vielleicht noch was zur Grille zu sagen. Zielt brutal schnell ein, hat eine unglaublich tolle Genauigkeit. Und hält zwar halt gar nichts aus, aber mein Gott, das ist halt dann so. 750 Schaden bei 279 Durchschlag oder mit Premium 334. Was ich eben spannend finde, dass er hier jetzt trotzdem da so den Infight sucht und jetzt sich nicht da irgendwo zurückzieht, weil man kann auch mit dem echt wahnsinnig toll snipen. Das muss man sagen, wie es ist. Also dieser Panzer ist definitiv eigentlich für die dritte Reihe gemacht. Und nicht für die vorderste. Ah, schade. Bisschen daneben gelunzt. Und natürlich im Vergleich zum Waffenträger eben kein Autoloader mehr. Das ist ja der ganz, ganz große Unterschied, dass der Waffenträger ja mit seinem Magazin und seinem komplett drehbaren Turm, und auch das hat der hier nicht mehr, also ihr seht jetzt gerade maximal angestellt. Also, da hat er auch natürlich seine Schwachpunkte. So, Arti hat der Gegner keine, also von dem her kann er auch hier mal kurz verweilen. Und wie üblich in der Fahrt ist es halt nie leicht zu treffen. Ja, jetzt hat er nur noch 236 Hitpoints. Also jetzt muss er ein bisschen aufpassen. So, man sieht, gegnerischer Spieler flamet, dann muss er tot sein und das ist der Fall. So, T69. Nee. Sein Mate ist gerade zerstört. IS-7 lurrt da jetzt wieder vor. Also eigentlich gar keine so schöne Position, auf die er sich da gerade begeben hat, muss man sagen. Aber die Kanone repariert, würde ich mal sagen. Und jetzt gibt das Team da ein bisschen weiter Gas. Fährt er weiter vor und er will jetzt da scheinbar flankieren, oder? Nee, doch nicht. Oh, da könnte er snipen vielleicht nach links. Ah, nee. Objekt ist da schon über dem Hügel hinweggefahren. Ah, die Mobilität ist einfach super gut. So, jetzt darf er hier nicht als erster rausgucken. Da mussten eigentlich alle geschossen haben.
aber kommt hier jetzt dem E100 gut in den Rücken und dementsprechend da der einfache Treffer. Und nochmal ein auf die Grille. Also für seine wenigen Hitpoints, muss man sagen, holt er jetzt noch gut Damage raus. So, jetzt will er da wohl warten, bis der CDC wohl rumkommt. Und im Gewusel des Gefechts kann man natürlich schon mal auch jemand blockieren, aber das passiert eben leider ab und an. Weil gerade natürlich, man schaut hier eher, was macht der Gegner und nicht, was macht die eigenen Leute. Und da ist die Grille 15 jetzt vom Gegner schön zerstört worden. Die wollte hier rumfahren, nochmal einen Hit abgeben, aber da hat er wohl nicht mit ihm gerechnet. Der Schuss, der war knapp. Hätte fast noch seinen T55 Mate da einen draufgegeben. Aber gut gemacht. Schöner Killshot. Und er nähert sich sogar langsam dem Thema Panzer. Naja, Panzer Ass, glaube ich, ist klar. Aber ich meinte Krieger. Jetzt. So, 5 Kills. Einen braucht er noch für den Krieger. 7700 Schaden schon auf der Uhr. Und was ich gerade ganz besonders an diesem Replay finde, es gibt keinen einzigen Treffer, der über 300 Meter ist. Und das ist ja dann doch eher so bei dem Panzer gerade normalerweise die Auslegung des Snipers. Aber nee, das ist bei ihm eben nicht der Fall, sondern er spielt ihn sehr offensiv. Kann natürlich doof enden, aber wie hier kann es auch eine geile Runde ergeben. So, der CDC fährt jetzt da runter Richtung Grille. Die Grille steht jetzt mit dem Heck zu ihm, das muss er natürlich komplett mitdrehen. Problem der Grille eben, dass man da auch immer den Panzer mitdrehen muss, aber kein Problem. Der Krieger ist da. Und da ist jetzt noch ein IS-4, der ist noch pickepacke voll mit den Hitpoints. Da könnte es doch noch ein bisschen was geben für ihn. Ja, genau, schöner Treffer. Ah, die Grille 15, die fährt jetzt da drauf. Er hält sich jetzt ein bisschen zurück. Und er macht auch den Kill noch und kratzt damit fast an der 10.000er Grenze. 9.480 Damage gemacht und 1.399 XP. Ich glaube, der Panzer ist wirklich ein schöner Ersatz. Also es gab da Panzer, die vielleicht schlecht ersetzt worden sind, aber hier haben wir jetzt einen schönen Ersatz bekommen. Sagt mir nochmal eure Meinung zur Grille 15, würde mich interessieren. Ansonsten alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.